in der Nordostecke von Irland gibt es die Bucht von Carlingford. Und in dieser Bucht von Carlingford liegt der Hafen Carlingford. Und der Seemann, der dort in diesem Hafen wohnt, hat immer Sehnsucht nach dem Meer, er will rausfahren. Aber sein Mädchen Mary Doyle aus Greenore, die ist dagegen. Sie möchte ihn zu Hause behalten. Farewell to Carlingford. Und Wilfried hat erneut das Mikrofon genommen. Schön, unser Wilfried. Zu einer festen Größe in der europäischen Musik zählen die Promenadenkonzerte in London. Die finden den ganzen Sommer über statt und das letzte Konzert in der Saison, das heißt dann immer The Last of the Proms. Und einen festen Platz darin hat der Schiffsjungentanz. Und diesen Schiffsjungentanz spielen uns jetzt Helmut an der Violine und Viktor am Akkordeon. Thank you.
Das war der Schiffsjungentanz. Westlich von Schottland liegt die Inselgruppe der Hybriden. Und ein Teil dieser Hybriden, das sind die Bischofsinseln. Und eine dieser Bischofsinseln heißt Mingolay. Das ist bis dahin noch nichts Besonderes. Da wohnten früher Fischer, heute sind nur noch Schiffe da. Aber diese Insel hat etwas Besonderes, nämlich ein eigenes Lied, den Mingolay Boat Song. Dass Sie glauben, das wäre eine verspätete Übung vom Frühsport. Die Crew hat der Crew des Seglers, des Fischerseglers beim Segelsetzen geholfen. Wir waren jetzt in Schottland, wir gehen jetzt nach Irland. Und das Lied, was uns der Klaus Werner, wo ist er? Da ist er, da bleibt er auch stehen. Was uns der Klaus Werner jetzt vortragen wird, das ist der Wild Rover, der wilde Vagabund. Und wenn Ihnen diese Melodie bekannt vorkommt, dann ist das durchaus berechtigt. Aber diese Melodie und das ganze Lied stammt schon aus dem Jahre 1830. Und hören Sie mal gleich auf die Melodie, Sie kennen es. Und jetzt singt Klaus Werner den Wild Rover. Play the Wild Rover no more.
fest von euch dann, and I ask them to mourn in their prophetic sun. And when they forgive me, soft times before, I never will say the white rover no more. Ja, nichts von wegen an der Nordseeküste, Klaus und Klaus, ne? 1830. So, wir kommen jetzt schon langsam zum Schluss. Und ja, seit etwa 10 Jahren gibt es auf dem deutschen Musikmarkt, ja fast hätte ich gesagt, eine neue Branche. Die Gruppe Santiano hat eine neue Musik erfunden und wir nennen sie Shanty Rock. Und alle ihre Lieder bringen sie, sie bedienen sich an maritimer Musik, aber interpretieren sie sehr rockig. Und bekannt geworden sind sie damals mit dem gleichnamigen Lied Santiano, und das präsentiert uns jetzt Hansi. Thank you.
Ja, danke. Mit diesem Santiano endet hier heute Nachmittag unser kleines Konzert. Okay. Einen haben wir noch. Einen zum Mitsingen. Es ist ein Potpourri. Das ist auch... Ach so. Ah, wir schieben noch einen dazwischen. Also, jetzt kommt das vorletzte Stück. Und Sie kennen das alles von den Beach Boys aus den 60er Jahren. Es ist das Sloop John B. Ja, Calypso ist immer gut, ne? So, also jetzt kommen wir wirklich zum Schluss. Wir spielen für Sie noch ein Potpourri mit bekannten Melodien zum Mitsingen natürlich, ich sagte es schon. Und mit diesem Potpourri verabschiedet sich dann der Maritime Chor Wolfsburg von Ihnen hier heute Nachmittag auf der Porsche-Straße. Uns hat es Spaß gemacht. Tschüss! Thank you.
Tschüss miteinander.